Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Planet 2. Übrigens, ich wurde auf Instagram angeschrieben, wo jemand meinte, oh, dein Name kommt mir so bekannt vor, bla bla bla, PlayStation 3, dies, das, Ananas. Falls ihr mich auf PS3 seht, das bin nicht ich mit dem Namen, also, warte mal, hier, mit diesem Namen, so wie er jetzt hier geschrieben ist. Das bin nicht ich auf PS3. Das war ich, aber das bin ich nicht mehr. Mich selber findet man auf PlayStation mit Doppel-O, also Guantanamo mit Doppel-O, weil ich habe diesen Account damals samt PlayStation einer Freundin überlassen und die hat damit gespielt. Also ich habe nichts damit zu tun. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihr, denn ich wollte, mein eigener PlayStation-Account hieß nämlich, warte, das ist so peinlich, Major Bear. Und irgendwann konnte man ja dann den Namen ändern und ich habe dann meinen Namen kostenlos einmal ändern und ich wollte dann meinen Namen haben, habe dann irgendwie versucht, sie zu erreichen und bla, weil sie, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich halt versucht, irgendwie meinen Namen zurückzubekommen, nur leider habe ich keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Also falls irgendjemand diese Person hier kennt von Little Big Planet von früher und hat vielleicht noch Kontakt zu dieser Person, das wäre super, super lieb, wenn ihr die Person anschreiben könntet und sagen könntet, so, hey, da ist da jemand, der hat damals von dir die PlayStation gekriegt, der lässt fragen, ob du den Namen ändern könntest. Das ist einmalig, das erste Mal kostenlos. Das wäre super, super toll, weil ich hätte gern meinen Namen wieder. Und jetzt habe ich nämlich den mit Doppel-O. Also jetzt hier nicht, weil, wie gesagt, das Emulator und so. Aber ja, das wird mich wirklich freuen. Also nochmal als Aufklärung, das bin ich. Ich bin nicht so erfahren in Little Big Planet. Ich habe den ersten damals jetzt played. Ich habe den zweiten ein bisschen gespielt. Und den dritten habe ich auch noch ein bisschen. Habe ich auf PlayStation 4 gespielt. Aber ich bin das nicht. Aber es fand ich sehr interessant. Hier, Grüße gehen raus an. Oh, sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Flipsy, glaube ich. Ja. Du wirst das Video wahrscheinlich eh nie sehen. Aber falls doch, dann Grüße gehen raus. So, und wir machen jetzt weiter mit... Und? Bist du bereit für weitere Knaller? Du brauchst etwas Erfüllendes, ha? Huh? Die kunstvolle Welt sitzt in der Patsche und kann etwas Hilfe gebrauchen. Wähle ein Schöpferabzeichen und lass es krachen. Denk dran, alle Objekte und Materialien, die du dort findest, kannst du bei der Kreation eigener Abenteuer verwenden. Little Big Planet wird immer besser, was? Okay, es wäre echt cool, wenn die mal ein bisschen zurückschrauben, ey. Aber nee, das ist nett gemacht. So, Victorias Labor. Und da fangen wir doch direkt an mit der Cutscene. Let's go! Die temperamentvolle... Mehr konnte ich nicht lesen, scheiße. Uff, warte mal. Ich bin nicht mehr ganz so jung wie in meiner Jugend. Was zum... Hallo? Victoria? Zimtschnecke? Oh, mein Haus! Oh, jahrelanges Bauen und Backen waren umsonst. War ich das? Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich mich bloß vertan? Oh, Sahnekringel, du bist wunderbar. Erstaunlich. Es heißt doch, in jedem stecken 10.000 miese Erfindungen, nicht wahr? Das ist sicher nicht deine Schuld. Das ist es immer. Und die Segwarts, meine wunderschönen Roboter, gestern Abend frisch gebacken und sofort, wer weiß wohin, gestohlen. Oder mutiert zu Abscheulichkeiten. Oh, bitte, Da Vinci, hilf mir. Tja, ich... Aha, Sackding ist für alles zu haben, schätze ich. Eine erste Allianzmission. Wie wär's damit, Kumpel? Oh,
ich danke dir. Ich kann sowas nicht. Du musst nur all die Monster erledigen und meine Maschine ausschalten, die verwendet wird, sie herzustellen. Ein Kinderspiel. Oh, das böse Negativitron. Danke, dass du mir hilfst. Du wirst diese Griffinator brauchen. Geil, wir können jetzt Sachen heben und grabbeln. Drücke R1, um greifbare Dinge aufzuheben. Oh, du bist so stark. Nice, guck mich an, ich bin Hulk. Okay, wir gehen weiter. Druck-Level for the win. Dip, dip. Hier lang, Sekting. Greife einen Block mit R1. Jetzt bewege den Linkstick in eine Richtung und lasse R1 los, um ihn zu werfen. Hui. Das hat ja super geklappt. Okay, warte mal, ich glaube. So, das sollte reichen. Ah, ich will hoch. Bin zu doof. Alle zapp. Hatte ich hier alle Items? Ich habe keine Ahnung. Ich will zwar nachschauen, aber ich will es nicht. Oh no, bang. Das Ding kann uns treffen, so wie es aussieht. Das wäre natürlich super uncool, wenn ich so ein Ding aufs Maul bekomme. Aber ich bin schnell. Ich muss schneller. Okay, und hier dagegen werfen. Schaff das. Nice. Und dasselbe nochmal da drüben. Sehr schön. Und mit der Entfernung, ey. Jam. Was ist das? Irgend so ein Klebezeug. Oh, okay. Weiß jetzt nicht, ob das relevant war. Oh. Ah. Das ist auf jeden Fall sehr kreativ gemacht. Was bloß nicht vom Schild treffen lassen, ey. Ui. Und das da einfach immer weg. Alter, alles voll Zucker. Ich liebe Zucker. Aber Zucker ist super ungesund. Aber es macht alles so süß. Bei Spielerbereich schon wieder. Ich hasse das. Schuschu. Oh je. Seitige die Fieslinge, indem du auf ihre Gehirne springst oder sie triffst. Hopp. Okay, noch mehr. Was ist das? Gift. Das Gift geht so weg. Das war ja nicht so schwer. Okay. Die wollen alle ein bisschen Gelee fressen. 5 Monsterklopper. Okay, was mache ich jetzt hier? Ach, okay, ich darf da nicht an die Decke fliegen. Ach, scheiße. Ich schwöre, ich bin nicht so schlecht. Hoppala. Der wurde einfach gezogen, oder was? Hopp, das war zu früh. Komm, das kriegen wir hin. Das können wir besser. Ach Mann, wie ich lenke immer. So, zack, kaputt. Und jetzt springen wir da rein. Übernehmen die Fahrt oder so. Hier, zack, stopp. Eieiei. Cool. Ich hab's geschafft. Irgendwie. Oh, ich darf da nicht lang, sonst sterbe ich anscheinend. Nein, sowas. Ich muss wohl einen neuen Zug machen. Und er wird sogar noch besser. Mein Bluderstückchen. Weiter zum Haus. Die Allianz wird nicht nachgeben. Okay. Aber erstmal Scoreboard. Yeah, neues Kostüm. Mehr geil, wollte ich sagen. Mega geil. Hui. Ein Leben verloren. Das ist für mich schon mal sehr entspannt. Dann muss ich dieses Level nämlich nicht machen. Also nicht nochmal. Oh ne, okay, ich hatte alle Sachen. Sehr schön. Federrahmen. Panik. Was ist eigentlich dieses, wenn es immer nur so ein Viereck ist? Ist es ein Sticker oder ist es ein Musikstück oder so?
Ich habe keine Ahnung. Schlaue Kekse. Oder fehlen Items. Also wer auch immer diesen Timesaver gemacht hat, der hat echt ein paar vergessen. Aber Hauptsache reinschreiben, ich habe alle gemacht. War offensichtlich gelogen. Was ist das für eine Musik? Die ist irgendwie cool. Wir müssen zuerst durch die Gärten schaffen. Die sind voller Fieslinge. Diese Griffinatoren werden gute Dienste leisten. Schnapp dir einen dieser Kuchen. Du musst die Geländer wie ein junger Hüpfer überqueren. Ah, okay. Mit der Kirsche. Alter, was ist, Alter, wie krass muss das da dran kleben, dass man da einfach rumjumpen kann und dass es auch noch fest bleibt. Hä? Ach so. Okay. Hui. Oh no. Jetzt erinnert mich die Musik ein bisschen an irgendwie so... Was irgendwie in London, der, keine Ahnung, Anfang 1800 oder so spielt. Oh. Okay, ich gehe einfach weiter mit meinem. Das ist meiner. Der bleibt auch meiner. Mein bestes Törtchen. Oh Mann, ey. Bladdy, 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 bla. Nein, komm wieder zurück. Du bleibst bei mir. Du gehörst mir, du bist mein Freund. Nein. Ich will nicht, dass der weg ist. Dass der despawnt oder so. Schon wieder zwei Spielerbereich. Ich will mit meinem Törtchen hier weiter. Oh nein. Oh. Noch geschafft. Also es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, neue Törtchen zu kriegen. Oh, scheiße. Muss ich da springen? Ich will es nicht drüber werfen. Mein Törtchen ist noch nicht weg. Oh, shit. Mein Törtchen. Ich hätte auf die Farben achten sollen. Verdammte Kacke, ey. Ja, perfekt. Dann springe ich da halt rein. So. Huch. Hä? Das sollte doch gar keins sein. Kann es sein, dass das Gift irgendwie... ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das ist der Bug, den viele sagen, dass das kommt, wenn man die neueste Firmware oder so benutzt. Scheiße. Dann muss ich hier einen Workaround finden. Und das geht nur... mit X. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und nun können wir dieses Level schaffen. Und ich bin trotzdem gestorben, weil ich ein Depp bin. Oh, scheiße. Oh, no. Okay, nochmal. Ja, ist leider ein Problem. Ich muss jetzt auf eine andere Version downgraden, weil warum auch immer ist es in der aktuellsten Version nicht gefixt, aber in der älteren schon. Und ja, das ist halt anscheinend nicht so einfach. Aber es macht nichts, solange wir es machen können, ist das ganz gut. Ich glaube, ich mache das Let's Play allgemein jetzt besser wahrscheinlich in der Version, weil anscheinend soll es mehrere solcher Bereiche geben, wo man diese Version hier braucht. Das bedeutet aber, dass ich leider den Online-Modus nicht habe, aber es ist nicht so schlimm, weil dann halt kein Online-Modus, ne? Hui. Ups. Oh mein Gott, ich hätte loslassen müssen. Scheiße. Ich habe nicht drauf geguckt. Ah, ich bin so doof manchmal. Ja, aber jetzt. Hui. Ja, hin und wieder kriegt man es hin und meistens verkackt man es. Oh, das ist cool. Hui. Hui. Wow. Das ist wirklich sehr kreativ, muss man schon zugeben. Oh, ich liebe sowas, ey. Was ist eigentlich da? Und da links? Komme ich irgendwie nicht hin. Naja, macht nix. Lass mich vorbei. Auch du, lass mich vorbei. Was soll das? Und runter. Hui.
Ich habe keine Ahnung, welche Items mir da fehlen. Ich nehme einfach neues, scheiß drauf. Ich meine, ich habe meinen Haupt... was überhaupt? Mein Haupttörtchen habe ich verloren. Oh, sie haben den Schornsteingarten ruiniert. Immerhin haben wir es bis zum Haus geschafft, meine Mandelhörnchen. Mein Mandelhörnchen. Zur Gehirnwellenmaschine, es ist nicht mehr weit. Einfach durch die Küche und wir sind in meinem Labor. Okay. Wo soll die Küche sein? Hoppala. Das ist frech. Okay, jetzt kann ich Griffinato entfernen. Ich will nicht ihn entfernen. Ich meine, vielleicht brauche ich ihn ja nochmal. Wow. Es sollte so eine Art Ofen darstellen mit toxischen Gasen. Keine Ahnung. Hui. Ach, wir haben es geschafft. Nice. Huch. Oh, ein Babyschnuller. Perfekt. Ja, da werde ich gefeiert wie ein Gott. Auch wenn ich es nicht bin. Ja, nice. Dann geht's doch direkt weiter zum nächsten Level. Oh, ist aber anscheinend nicht mehr so lang. Der Buckinator. Da fehlen sogar noch mehr Sachen. Also frage ich mich, was der Timesaver-Typ gemacht hat, ey, dass da so viel fehlt. Also ich mache auch Timesaver-Level übrigens. Ich weiß gar nicht, habe ich das sogar erwähnt im ersten Part? Egal. Und ich zähle halt erst vorher ab, wie viele Items gibt's in dem Level und dann suche ich die halt. Wenn du die Gehirnwellenmaschine erreichen willst, müssen wir durch meine Küche gehen. Aber dort wimmelt es von Fieslingen. Hilfst du mir? Ich schütze dich, mein süßes Zitronentörtchen. Sei nicht dumm, Larry. Ich zeig nur dem Kleinen, wie man den Buckinator einsetzt. Ich würde sagen, es war ein Korb, Larry. Naja, da guckt er doof. Das hier habe ich in meinem Labor gebastelt. Mit dem rechten Stick kannst du zielen und mit R1 kannst du Törtchen verschießen. Oh. Ui. Boom. Das ist der genaueste Präzisionskuchen, den ich je gebaut habe. Probier ihn an diesem Fiesling aus. Der sieht böse aus. Okay, das explodiert, hat sie nicht gesagt. Reizeckding, dann eröffne das Höhenfeuer im Namen der Allianz. Jojo. Okay, es war anfangs ein bisschen doof, aber nice, ich habe direkt eine Treppe gehabt. Und ich glaube, hier muss ich das machen. Oh, schau mal, da ist er. Als ob der das da vergessen hat. Die anderen zwei hat er und das hat er vergessen. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Was soll das denn? Gefährlich. Wieder noch hoch. Oh no! Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, aber da oben ist eh nichts, was wir brauchen, also kann ich es ignorieren. Und da auch schießen. Runter mit dem Ding. Oh shit. Ich bin so ungeduldig. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Es ist einfach. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach so. Oh mein, ey. 1000 Punkte blasen. Uah. Ich glaube, hier werde ich nicht hin und runter geschmissen oder so. Die armen Törtchen, ey, wenn ihr einfach Bode gebacken. Warte mal. Ne, da kann ich nicht hinter, ne. Weg mit dir. Ja, lass dir ruhig Zeit. So, den schießen wir noch weg. Hui. Und wo kommen wir hier? Hier, okay. So, das darf natürlich nicht aufgehen. Oh. Nee, 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 nee. Ey, links wieder zwei Spielerbereich. Sad. Okay, perfekt. Ist ganz anderes getroffen als gewollt. Ja, du kannst runter. Kann ich noch... Das war, glaube ich, irgendwie doof. Scheiße, das war so dumm. Hä, was mache ich jetzt? Ich komme da nicht vorbei. Achso, okay. Upp.
Jetzt aber. Dachte ich, ich habe mich jetzt ausgesperrt, stuck forever oder so. Da. Es ist alles so kreativ, Mann. Und hier, jetzt laufen wir auf Schokolade. Das ist auch so geil. Da, runter. Wow. Oh, das will ich haben. Scheiße, ich bin echt so doof. Oh, fuck. Okay, hinter uns einmal abschirmen. Scheiße, ich muss da so oder so drauf. Ah, warte auf mich. So, hier oben machen wir wieder zu. Was mache ich? Hier ist noch ein Item, das fehlt. Mann, das vergessen. Ich check's nicht. Ich meine, was machen denn die Leute, wenn sie die Time-Savers machen? Ich meine, sowas muss man doch bemerken. Vor allem, wenn man das andere hat. Ach, das war's schon? Nee. Oder? Uff, die Allianz siegt erneut. Meine schöne Küche, alles ist wieder normal. Die Gehirnwellenmaschine ist in meinem Labor gleich hier entlang. Ja, cool, das war ja sehr kurz. Jetzt kann ich leider wegen dem Ding nicht geradeaus gucken. Außer ich mal so, ich guck nach oben. Peace. Kann ich mal richtig Peace machen. Das ist ja traurig. Okay, gut. Weiter zum vorletzten Level. Ike. Was? Eiges Ereignis. Ah, okay, perfekt. Ich dachte kurz, ich bin bescheuert und kann nicht lesen. Eiges Ereignis. Huch, da geht's runter. Hui. Mein Sahnebeißer, die elektrischen Leitungen sehen nicht sicher aus. Ich weiß, das Negativitron verwüstet die Leitung der Maschine. Auf mit dir, Sektding, und pass auf, wo du hintrittst. Die Allianz verlässt sich auf dich. Wieso muss ich eigentlich alles machen? Warum brauchen die mich? Ich bin nur ein Depp, der alles machen muss. Habe ich das Gefühl. Oh, okay. Oh, no, das schaffe ich nicht. Oh! Ich habe es noch gesagt. Aber ich wollte es trotzdem. Ich war gierig. Ich habe gelüstet. Oh! Total gierig drauf geguckt. Okay, irgendwie sind die Hundis da sehr seltsam. Hoppala. Ich glaube, die macht ja auch komische Experimente mit Tierchen. Und das ist irgendwie nicht so nice. Alter, was zur Hölle passiert mit den Tierchen da? Das sieht wirklich alles nicht so toll aus. Ich glaube, sie ist eine Verrückte. Hoppala. Das ist auch nix. Boah, Alter, ich dachte gerade. Ja, didida. Also hier ist ja ganz entspannt. Ab. Ach ja, okay, hau einfach ab. Was soll das? Hui. Okay, das ist uns auch nichts. Was macht das? Ah, okay, ich glaube, ich muss wahrscheinlich gleich wechseln. Ja, oha, wie schnell muss ich denn sein? Ach nee, Quatsch. Ach so, das. Ah nee, das ist ein Zweispieler-Ding. Das habe ich gerade nicht gesehen. Perfekt. Ich bin wieder der Sprungmeister gewesen. War auch schon wieder. Da fehlt, da oben ist was. Das fehlt mir. Ah, das war das letzte. Ja, cooli. Ich bin ja eh schon gestorben, also eigentlich ist es egal, wenn ich verrecke. Boah, genau dann, wenn er dreht oder was. Verarschen. Verarschen. Ich hau dich kaputt. Komm. Was passiert, wenn man mich verarschen will? So. Der da oben, der sieht aber spinstisch aus. Was bist du denn? Oh, ich bin zu langsam gewesen. Okay, jetzt komm. Boom. Ah, ich habe ihn jetzt nicht kaputt gemacht. Egal. Ist schon wieder so ein Laser-Ding. Ich
Okay, aber hier muss ich warten. Wow. 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 Hier darf ich anscheinend nicht gejumpt werden. Bin ich wahrscheinlich tot. Und hier schon. Ui. Boah, Alter. Ich dachte, ich kriege einen Schlag jetzt. Okay, hier muss ich schnell durch, glaube ich. Ich laufe ja schon. Hab Geduld. So. Einmal nach oben, bitte. Ui, dankeschön. Muss ich schon wieder warten. Oh, da haben wir ein paar geskippt. Okay, perfekt. Oh, jetzt kommen ganz viele. Also so wie es aussieht, unendlich. Boah, Alter, da kam einfach einer aus dem Nichts. Ja, Dinga, gut gemacht, Team Allianz. Es wird Zeit, den Stecker zu ziehen. Los, Acting. Meine Bizeps sind nicht mehr stark genug. Perfekt. Ah, weg mit dem Strom. Endlich ist diese furchtbare Maschine erledigt. Zeit zum Aufräumen. Ja, und ich gehe weiter. Tschüss. Yeah. Noch ein Level fertig. Das freut uns alle. Und ich kriege wieder neue Klamotten. Aber leider bin ich gestorben. Das ist natürlich doof. Das ist doch doof. Ich bin gestorben, Mann. Ich muss das alles nochmal machen, ohne zu sterben. Aber das mache ich dann für mich. So, weiter. Geht's wieder zum Finale. Kling klang. Jetzt bin ich aber gespannt. Oje, oje. Ich glaube, da wird's abgehen. Oje. Sie ist am Leben. Das war's dann. Jahre der Arbeit, mein Herz, meine Seele. Wenn ich das sie Ding. Oh, ich kann gar nicht so sehen. Oh je. Ich muss auf jeden Fall was tragen, so wie es aussieht. Ich habe nämlich wieder diesen Griffinator bekommen. Lass mich gerade die Kuchen auf ihn werfen. Oh je. Was falsch. Gegen so ein Spinnding, meine Nase juckt. Verdammte Axt. Ja, also das ist schon mal recht simpel. Quatsch. Maul. Mach halt noch mehr mit deinem Strom. Juckt mich nicht. Außer er macht irgendwann noch mehr. Bam. Okay. So. Komm doch her mit deinem Strom. Und dann aus Versehen zu doof springen, Alter. Und tot. Das wär's, ey. Oh. Ach, das war's schon. Nee, das war's nicht. Oh je. Ach, jetzt geht's weiter hoch. Okay. Das war jetzt erst Stage 1. Schau, wie er noch so brav auf mich gewartet hat. Das ist ja nett. Jetzt boxt er sich da wieder durch. Mann, ey, mach halt alles kaputt. Oh, jetzt schießt er. Oh, shit. Oh, mein Gott. Okay. Ach ja, okay. So schnell. Okay, perfekt. Wie soll ich da hinkommen, wenn die Dinger fliegen? Ja, super. Dann muss ich hier wohl warten. Ah, doofes Viech. Kommt davon, wenn du doof bist. Nochmal, weil du doof bist. Ja, kannst ruhig weiter immer gleich schießen. Stört mich nicht. Da. Bam. Tut weh, ne? Doofes Arschloch. Ich bin überhaupt nicht aggressiv, ich schwör. Oh, jetzt müssen wir sogar schon springen. Weiß nicht, ob mir das taugt. Müssen wir mal gucken. Hoppala. Was ist jetzt ein Angriff? Mehrere Sachen. Oh, Laser. Oder Strom. Oh je. Scheiße. Ey, ja, das ist natürlich super gelaufen. Nein! Mann. Okay, ich warte einfach jetzt und jetzt springe ich da hoch.
Spring wieder runter. Oh, Arschloch. Hui. Ja, ich würde sagen, das machen wir es wahrscheinlich noch zweimal so. Ob es da noch eine Etage gibt? Oder war es das dann? Ich habe immer Schiss daneben zu werfen. Eieiei. Ja, komm, mach nochmal, komm. Komm runter mit der Schnauze. Und jetzt gibt's die Kacke. Oh, es geht noch weiter. Ah, nee, doch nicht. Er ist kaputt. Ich habe ihn gekillt. Da ist einfach sein Auge zerplatzt. Und noch eine Nachexplosion gab es auch noch. Nice. Yeah, wir haben es geschafft. Aurias Labor, Sack in der Uhr, Ghosts. Aber leider bin ich gestorben, weil ich ein Doofmann bin. Meine schöne Maschine. Oh, ich wusste, sie überlebt es nicht. Das machen meine Erfindungen nie. Mein Löffelbiskuit, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, um Tränen zu vergießen. Deine Jackpots werden scheinbar alle mitgenommen. Zur Fabrik für ein besseres Morgen. Auf zur Fabrik! Oh, Larry, ich muss hier bleiben und aufräumen. Kommst du nicht mit uns, mein süßer gedeckter Apfelkuchen? Ich kann das nicht so lassen. Los, check den. Komm mit mir. Die Allianz geht auf eine Rettungsmission. Der Arme. Einfach in Stich gelassen. Aber nice, dann haben wir das nächste geschlossen. Und weiter geht's. Zur Fabrik für einen besseren Morgen von Clive. Fort. Aber machen wir es beim nächsten Mal. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns. Euer Guantanamo. Tschüssi.